Dann ist Krise 2 gekommen in meinem Leben. Es war die schwerste Krise in meinem Leben bisher. In dem Moment war es einfach, das Leben hat auf mich herabgeregnet. Und das Einzige, was ich damals machen konnte, ist es einfach aushalten. Einfach aushalten. Dann ist Krise 2 gekommen in meinem Leben. Es war die schwerste Krise in meinem Leben bisher. Das war das Zerbrechen von meiner ganzen Familie. Das war die Trennung von meiner damaligen Frau und meinen Kindern. Ich weiß damals, ich habe mir eine neue Wohnung gesucht und bin damals auf Arbeit gegangen. Die Trauer war da. Ich konnte doch gar nicht sagen, woher die Trauer kam. Die Trennung von meiner Frau, die Trennung von meinen Kids. Ich habe die vorher jeden Tag gesehen. Ich war jeden Tag für die da, habe sie schlafen gelegt, gute Nachtgeschichten vorgelesen. Das war so eine heftige Zeit, wo ich mich auch viel allein gelassen gefühlt habe. Oder ich habe mich einfach allein gefühlt. Ich bin auch manchmal nachts aufgewacht in irgendeiner Wohnung. Klar, ich habe mir eine neue Wohnung gesucht, eingezogen. Aber das war nicht mein Zuhause. Ich wache auf und gucke, wo bin ich? Und es waren viele Faktoren, die zusammengekommen sind. Die Verluste, das Zerbrechen von meiner Familie, der Abstand zu meinen Kindern, ich kann nicht mehr da sein. Auch der Kontakt war dann nur noch alle zwei Wochen oder einmal in der Woche und auch nur für ein paar Tage. Und auch ich habe kein Zuhause mehr. Und in dem Moment, ich weiß, da war auch der Impuls da, ey Daniel, pack deine ganzen Scheißklamotten und zieh einfach weg. Es hat wehgetan, es hat richtig, richtig wehgetan. Die Trauer war da, der Schmerz war da und ich wollte einfach davon rennen. Und dann habe ich mir einen Schluss gefasst, nein. Auch dadurch, dass ich den Schmerz erfahren habe, diese emotionale Aufmerksamkeit nicht bekommen zu haben, möchte ich das meinen Kindern auch geben. Und obwohl so viel Schmerz da war, so viel Trauer da war, bin ich geblieben. In dem Moment war es einfach, das Leben hat auf mich herabgeregnet. Und das Einzige, was ich damals machen konnte, ist es einfach aushalten. Einfach aushalten. Und dann habe ich mir angefangen, Fragen zu stellen. Was hat das zu bedeuten? Was bedeutet das für mich? Und was mache ich damit? Und habe das als Ansporn genommen, noch besserer Papa zu sein. Noch präsenter zu sein und nicht, wenn die da sind, mit dem Handy auf dem Sofa zu legen, den Trickfilm reinzumachen, sondern wirklich präsent zu sein. Und ich habe mir Zeit genommen für sie, wenn sie am Wochenende da waren. Wir haben tolle Sachen gemacht. Wir sind Eislaufen gegangen. Wir sind in Vergnügungsparks gegangen und ich war wirklich präsent für meine Kinder. Und ich weiß noch, da war ein Moment, es hat echt lang gebraucht, bis ich meinen Kindern sagen konnte, ich hab dich lieb. Und ich weiß noch, das war ein Moment, wo ich meine Tochter schlafen gelegt habe. Die hat so ein Hochbett gehabt, ich habe sie angeschaut. Und das war immer dieser Wunsch danach, das meinen Kindern zu geben, was ich selber nicht bekommen habe. So, ich hab dich lieb, du bist eine gute Tochter, du bist ein gutes Kind. Ich liebe dich, mein Schatz. Und das war eine extreme Hürde. Und irgendwann mal, ich habe weiter an mir gearbeitet und irgendwann konnte ich das. Und was das Schöne dahinter war, ich habe meine Tochter angeschaut und gedacht, ey Schatzi, ich liebe dich über alles. Du bist eine tolle Tochter, du bist ein tolles Kind, du bist ein tolles Mädchen. Ich bin stolz auf dich. Und was dann passiert ist, Heilung. Heilung. Und es ist, wenn wir das, was wir uns vom anderen wünschen, oder das, was ich mir von meinen Eltern gewünscht habe, und ich habe das geschafft, meinen Kindern zu geben, dann entsteht Heilung für beide Seiten. Und auch mein Kind ist ein Teil von mir. Und wenn ich ihre Seele streichel, streichel ich meine mit. Und da ist viel Heilung entstanden, wo ich erstmal meine erste Krise hinter mir lassen konnte und auch den Sinn dahinter sehen konnte. Und als ich erkannt habe, dass da drin auch echt ein Geschenk sein kann, dann hat sich noch mehr geöffnet. Und was ich jetzt sehen kann, dieses Geschenk dahinter ist, ich habe erkannt, wie wichtig emotionale Aufmerksamkeit ist. Das war die erste Erkenntnis und die gebe ich meinen Kindern, weil ich das gespürt habe, wie ultra wichtig das ist.
Und das Zweite, was ich gelernt habe, ist, ich habe mir das auf einem ganz bestimmten Kanal gewünscht. Ich habe mir gewünscht, dass meine Eltern emotional präsent da sind und mir das sagen und körperlich zeigen. Die haben das aber auf einem anderen Kanal gezeigt. Und das war die zweite Erkenntnis, die ich draußen gewonnen habe. Sag es deinen Kindern nicht nur auf dem Kanal, der jetzt für dich wieder interessant ist und der für dich wichtig war oder für mich wichtig war. Also ich kann jetzt auch wieder nur diesen einen Kanal auswählen und sagen, ich sage nur meinen Kindern, ich habe dich lieb, du bist eine tolle Tochter und fertig. Und diese Erkenntnis war auch, ich sage das denen auf allen Wegen. Und ich sage das denen, ich zeige das denen. Ich tue das mit Taten zeigen, ich versuche alle Wege, die es gibt. Da gibt es ein ganz tolles Buch, 5 Wege, die 5 Sprachen der Liebe. Dass wir aus unterschiedlichen Arten oder aus unterschiedlichen Kanälen Liebe empfangen oder Liebe erkennen und Liebe fühlen. Und es ist aber auch für mich ein Ansporn zu erkennen, okay, ich zeige das meinen Kindern auf verschiedenen Wegen. Was ich damit sagen möchte, ist, es geht gar nicht darum, was uns passiert, was uns zustößt, welche Krisen auf uns einprassen, sondern es geht darum, was du draus machst und was du da drin siehst. Und was mir geholfen hat, sind 3 bis 4 Fragen. Was bedeutet das gerade? Was hat das für einen Sinn für mich? Also was bedeutet das für mich? Was mache ich da draus? Und könnte darin ein Geschenk liegen? Und manchmal ist es auch wirklich so, dass du in manchen Phasen das nicht siehst. Dass du dir auch die Fragen nicht stellen kannst und sie dir auch nicht beantworten kannst. Und das Einzige, was du in so einer Krise machen kannst, du bleibst stehen und hältst es einfach aus. Aushalten. Das Leben regnet manchmal auf dich drauf und du bleibst stehen und du hältst es aus. Und wenn du es ausgehalten hast, irgendwann danach kommt Ruhe. Du kommst wieder zu dir, das Leben geht voran, du kommst zur Ruhe und dann stellst du die Fragen. Was bedeutet das für mich? Was für einen Sinn steckt vielleicht dahinter? Und welche Bedeutung gebe ich dem? Und ganz am Ende ist es so, das Leben stößt dir nicht zu. Das Leben möchte dir nichts Böses, sondern das Leben passiert für dich. Und wenn du das einmal erkannt hast, ist danach ganz viel Freiheit und Frieden. Dein Coach Daniel.